Herzlich willkommen zum zweiten Video zu Wellenoptik. Und in diesem Video besprechen wir das Hauptfeature von Wellenoptik gegenüber geometrischer Optik, oder eines der Hauptunterschiede, und zwar die Beugung und Interferenz von Wellen. Du hast das folgende Prinzip: Ist es so, dass wenn eine Welle auf einen Spalt trifft, dann stehen dort überall Kugelwellen. Das bedeutet, dass die Welle nicht nur in eine Richtung, sondern in viele verschiedene Richtungen sich weiter ausbreitet. Und das gleiche auch bei einem Doppelspalt. Das ist nicht nur bei Spalten so, sondern bei allen irgendwie Objekten, an denen die Welle irgendwo anstößt. Und das nennt man Beugung. Zweites wichtiges Konzept ist die Interferenz. Und das hat damit zu tun, dass man Wellen addieren kann. Wenn wir jetzt hier eine Welle haben, dann können wir eine zweite Welle dazu addieren. Und wenn es so ist wie hier zu sehen, dann ist die Summe davon eine Welle mit einer viel größeren Amplitude. Aber wenn die Wellen jetzt phasenverschoben sind, dann löschen sich die Wellen gegenseitig aus. Jetzt können wir uns auch nochmal in Formeln angucken. So haben wir jetzt zwei Wellen, die sich mathematisch durch eine Kosinusfunktion beschreiben lassen. Und die beiden Wellen haben die Amplituden A1 und A2. Und die zweite Welle hat eine kleine Phasenverschiebung gegenüber der ersten Welle, die hier mit Delta bezeichnet ist. Um es jetzt einfach zu halten, lassen wir die Wellen einfach die gleichen Amplitude haben und addieren sie. Und nach ein paar Additionstheoremen für Cosinus erhalten wir diese Formel. Und die Intensität, die wir tatsächlich sehen bei Wellen, ist nicht die Amplitude der Welle selbst, sondern das Quadrat davon. Die Intensität ist durch diese Formel gegeben. Die Phasendifferenz Delta lässt sich durch die unterschiedliche optische Weglänge von zwei Wellen, die vorher in Phase waren, berechnen, und zwar über diese Formel, wobei Delta S der unterschiedliche optische Weg ist. Und dabei spielt es eine Rolle, welchen Brechungsindex das Medium hatte, durch das die Welle gegangen ist. Denn die Wellenfronten breiten sich in unterschiedlichen Medien unterschiedlich schnell aus, sodass wir das Delta S durch n mal dem tatsächlichen geometrischen Wegunterschied berechnen lässt. Und anhand der Formel der Intensität sehen wir jetzt, dass wenn immer Delta ein Vielfaches von 2 Pi ist, dann haben wir ein Maximum. Und das bedeutet, dass der optische Wegunterschied ein Vielfaches der Wellenlänge sein sollte. Und Minima tritt immer dann auf, wenn Delta ein ungeradzahliges Vielfaches von Pi ist. Also wenn der optische Wegunterschied ein halbzahliges Vielfaches von der Wellenlänge ist. Betrachten wir jetzt, bevor wir zurückkommen zu den Spalten, ein einfaches Beispiel für Interferenz, und zwar die Interferenz an einer dünnen Schicht. Dazu stellen wir uns ein kleines Glasplättchen mit der Dicke d vor. Und das Licht fällt jetzt darauf ein und wird einmal an der oberen Kante und einmal an der unteren Kante reflektiert, sodass wir zwei Lichtstrahlen haben. Und wir stellen uns jetzt vor, dass das Licht ziemlich senkrecht drauf fällt. So eigentlich fällt es senkrecht drauf und das lässt sich nur nicht so gut zeichnen. Und der Wegunterschied zwischen den beiden Strahlen, wenn die bei uns im Auge oder auf dem Schirm wieder ankommen, ist offensichtlich zweimal die Dicke des Glases. Was wir noch beachten müssen, ist, dass bei Strahl Nummer 1 ein Phasensprung durch die Reflexion an einem optisch dichteren Medium stattfindet. So, das ist der Wegunterschied Delta S, der halt k mal Lambda, beziehungsweise k plus 1/2 mal Lambda mit k einer beliebigen ganzen Zahl betragen soll, für ein Maximum oder Minimum. Dieser gibt sich dann zu 2 mal dem Brechungsindex des Glases mal dessen Dicke minus Lambda halbe. Und das minus Lambda halbe ist für den Phasensprung. Und wenn wir das jetzt nach der Dicke des Glases umstellen, dann erhalten wir das Maxima entstehen für ein Glas mit der Dicke von k plus 1/2 mal Lambda durch 2 mal n und Minima für ein Vielfaches der Wellenlänge durch 2n. Nun aber zurück zu den Spalten, und zwar fangen wir an mit dem Einfachspalt.
Und wir wollen Drachen unter welchen Winkeln wir auf einem Schirm maximal und minimal sehen können. Wenn wir den WG 0 betrachten und der Strahl geht einfach durch, dort haben wir ein Maximal. Und wenn wir jetzt den Strahl in einem Winkel betrachten, dann sehen wir wieder, dass der untere Teil des Lichtstrahls einen längeren Weg zurückgelegt hat. Das heißt, dass hier von der Phasenverschiebung statt. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie hoch die Intensität des Lichtes unter diesem Winkel ist, müssen wir eigentlich viele kleine Phasenverschiebungen über den ganzen Spalt aufaddieren. Und das bedeutet, dass wir ein Integral ausrechnen müssen. Und damit würden wir dann auf diese Formel für die Intensität kommen, in Abhängigkeit von dem Winkel Alpha. Aber wenn wir uns jetzt nur für die Maxima und Minima interessieren, können wir das auch einfacher überlegen. Und zwar stellen wir uns diesen Strahl geteilt in zwei Lichtstrahle vor und überlegen uns jetzt, wenn der Phasenunterschied in der Mitte genau Lambda halbe ist, dann wo sich dieser Strahl mit diesem hat dann genau Lambda halbe und der mit dem Lambda halbe, dass sich diese beiden Strahlen zusammen komplett auslöschen. Der Gesamtwegunterschied, Phasenunterschied zwischen hier und hier ist dann genau Lambda. Also ist Minima bei B mal Sinus Alpha gleich Lambda, wobei B die Breite des Spaltes ist. Und ich kann mir uns das überlegen für ein Maximum, wenn wir den Strahl in drei Teile aufteilen, wobei jeweils hier wieder Lambda halbe Wegunterschied ist, von hier zu hier Lambda halbe Wegunterschied ist, von hier zu hier, dann tun sich zwei Teile gegenseitig auslöschen, und aber ein Licht kommt noch durch, sodass wir dann ein Maximum haben. Und allgemein können wir das so weiter überlegen. Wir halten für Minima und Maxima diese Formen. Ein bisschen einfacher ist das bei den Doppelspalt, weil wir hier einfach wieder zwei normale Strahlen betrachten können. Und der Wegunterschied Delta S ist einfach diese Strecke. Und das ist Sinus Alpha mal dem Abstand der beiden Spalte, den ich jetzt G genannt habe. Und dann erhalten wir für das Maximum, dass G mal Sinus Alpha K mal Lambda sein muss und das Minimum, dass das K plus 1/2 mal Lambda sein muss. Und wenn man das jetzt wieder ganz explizit mit den Integralen und der Summe über einzelne Spalte ausrechnet, dann erhält man diese Formel auch für mehr als zwei Spalte, also für ein Gitter mit n beliebigen Spalten gilt. Deswegen das G, in dem Fall die Gitterkonstante des Gitters, beziehungsweise mit dem Doppelspalt einfach der Abstand der beiden Spalte.